Willkommen bei den Finanznews. Heute mit einem Beitrag vom ehemaligen republikanischen Spitzenpolitiker Ron Paul zum Thema Manipulation des US-Dollars. Es gibt viele Klischees über Geld und über die internationale Finanzwelt. Ich genieße sie, weil diese Klischees sehr unterhaltsam sind. Viele schlaue Leute moderieren unsere Wirtschaftssendungen im Fernsehen und philosophieren dort über Fiat-Geld. In der Vergangenheit redeten sie gern über Manipulationen oder über Bretton Woods. Bretton Woods machte einst aus unseren festen Zinssätzen variable Zinssätze und unsere Währungen begannen zu wackeln. Das wird dann von den Moderatoren alles immer sehr raffiniert formuliert. Und in der Tat gibt es so viele verschiedene Finanzinstrumente, mit denen man gezielte Vorhersagen darüber treffen kann, in welche Richtung Investitionen wohl in Zukunft gehen werden. Aber in letzter Zeit beschäftigen sich die Medien nur noch mit Handelsbilanzen. Dank eines Handelsbilanzvorteils sollen manche Länder angeblich in der Lage sein, mehr Sachen zu verkaufen, als sie einkaufen. Das bringt mehr Geld. Deshalb gehen sie nicht einfach hin und sagen, wir haben eine stabile Währung, wir müssen nur mit einem guten Produkt handeln und das wird reichen, damit die Konsumenten es kaufen. Aber so funktioniert das nicht. Sie reden da von Währungskonkurrenz, weil sie denken, dass, wenn man eine schwächere Währung hat, die Produkte billiger sind und man mehr Sachen verkaufen kann. Und wenn man eine starke Währung hat, sei das auch ein Vorteil. Also ginge das immer so weiter, aber es ist leider alles nur Manipulation. Starker Dollar, schwacher Dollar, stabile Dollar, das sind nur Codewörter für Spekulanten. Unsere Politiker und die Federal Reserve, sie manipulieren die Währung und die Wirtschaft, um eigene Interessen auf Kosten vieler anderer zu bedienen. Normalerweise sollten diese Wörter Preise, Angebot und Nachfrage widerspiegeln. Sie sollen uns die Wahrheit über die wirtschaftliche Situation vor Augen führen, damit wir gute Kaufentscheidungen treffen. Aber stattdessen leben wir in einer manipulierten Wirtschaft mit einer manipulierten Währung. Also lügen uns die Preise an. Als Folge davon tun die Leute dumme Sachen, wie zum Beispiel Aktien von Unternehmen zu kaufen, die niemals Geld verdienen werden. Sie treiben den Wert dieser Firmen in die Stratosphäre oder nehmen an Lotterien teil, um Häuser in Florida zu kaufen, die sie nie sehen oder betreten werden. Sie wollen diese Häuser eh nur verkaufen. Der Nährboden für all diese Spekulationen und Fehlinvestitionen wurde durch die Fed geschaffen, durch die Manipulation der Zinssätze. Das wird zu einer Menge Herzschmerz führen, wenn das ganze Kartenhaus zusammenfällt. Wir sehen keine klaren Bilder mehr. Was ist die Wahrheit? Ehrliche Preise, eine gesunde Währung und die Fähigkeit, die Situation so zu sehen, wie sie tatsächlich ist? Das brauchen wir jetzt, damit wir noch das Beste daraus machen können. Sie glauben vielleicht noch, dass es einen freien Markt gibt, der uns hilft, das zu klären. Aber leider passierte das nicht sehr oft in der Vergangenheit. Besonders in den letzten 50 Jahren war so ziemlich alles eine riesige Manipulation. Die Fed spricht heutzutage gern über die Vorteile einer schwachen Währung und den kurzfristigen Nutzen einer starken Währung. Was ist Ihre Meinung als Endverbraucher? Eine starke Währung sollte besser sein als eine schwache Währung, richtig? Das bedeutet ja, dass man eine höhere Kaufkraft erhält. Der Handel sieht das anders. Wenn man über den Handel spricht, dann sind viele der Meinung, wir brauchen eine schwache Währung, damit mehr von uns gekauft wird. Und dann gibt es schließlich die Leute, die meinen, man braucht eine stabile Währung, eine Währung, die keinerlei Kursschwankungen unterliegt. Aber wie soll man heute noch entscheiden, was eine stabile Währung ist, wenn es so viele einflussnehmende Variablen gibt? Ich denke, dass alle Währungen wieder über einen einheitlichen Wertmaßstab eingeschätzt werden müssen. Die besten Wertmesser in der Vergangenheit waren Gold und Silber. Wenn die Fed einen Bericht herausgibt, vergleichen die Leute, die ihn aus Investitionsgründen analysieren, mit dem Bericht vom Vormonat. Sie suchen nach vielleicht 2, 3 Wörtern, die sich verändert haben. Und plötzlich steigen oder fallen die Märkte wegen dieser paar Worte. Das große Problem ist also, wir haben Fiat-Währungen, die schwanken.
Regulatoren wie die Fed, Finanzministerium und Regierung versuchen seit 50 Jahren, die Dinge zu glätten, weil sie nicht gut funktionieren. Sie manipulieren also den Wechselkurs. Genau das war es, worum es bei Bretton Woods ging, die Preise künstlich zu manipulieren. Wie viele Dollar zahlen wir für ein britisches Pfund? Heute so, morgen so. Diese Manipulation der Wechselkurse war nie gut. Sie wurde nur genutzt, um uns um unser Vermögen zu bringen. Das Geldsystem brach seit Bretton Woods schon oft genug zusammen. Und jedes Mal war das ein Vorwand, sogenannte Korrekturen vorzunehmen. Mal hieß es, der Markt löst das Problem. Dann löste er es nicht. Dann lösten sie es mit variablen Zinssätzen. Manchmal lösten sie es auch mit Verordnungen. Oder sie erzählten uns von Schwankungen im Verhältnis zu anderen Währungen. Bis zu einer Abkoppelung vom Gold konnten wir dem Dollar vertrauen. Bis Bretton Woods wurde der Dollar auf 35 Dollar pro Unze festgesetzt. Das war eine klare Ansage. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die USA dann noch wohlhabender, weil wir kaum Kriegsschäden im eigenen Land hatten. Wir waren in einer sehr starken Position, um die Kontrolle über die Reservewährung in die Hand zu nehmen, und natürlich profitieren wir davon. Aber was wir heute durchmachen, ist nur noch die Erkenntnis, dass der Dollar schon sehr bald nicht mehr die Weltreservewährung sein wird. Es gibt eine Menge Dinge, welche professionelle Investoren durchgehen, um den Gesundheitszustand des Dollars einigermaßen sauber einzuschätzen. Wird er spürbar schwächer, sendet das ein Signal, dass vielleicht bald bestimmte Produkte besser verkauft werden. Wenn man all diese Faktoren in einen Computer einspeist und dann einen Knopf drückt, sagt er einem, was passieren wird, wie sich der Preis für bestimmte Produkte entwickeln wird. Eigentlich stimmt das dann nicht, weil alles manipuliert ist, aber es ist trotzdem sehr wichtig, weil viele Leute ihre Investitionen auf einige, wenn auch manipulierte, Trends stützen. Zum Beispiel den CPI. Der Consumer Price Index ging gerade nach oben, aber der Wert ist nur eine Zahl, die von der Regierung manipuliert wird. Warum? Die beste Messung des CPI wäre eine Hausfrau, die einkaufen geht. Die Hausfrau könnte Ihnen vielleicht den besten Einblick geben, ob Preise gestiegen sind. Es gibt da also eine Inflation, gemessen an Dingen des täglichen Bedarfs. Nun kommen die Politiker daher und manipulieren den CPI, um ihre politischen Ziele zu befriedigen. Das ist auch der Grund, warum wir Lohn- und Preiskontrollen haben. Die Löhne werden nicht durch den Markt festgelegt, sie werden durch Vorschriften festgelegt. Die Regierung sagt uns, was wir tun sollen. Es wird permanent versucht, eine kranke Währung am Leben zu erhalten. Es werden Nachteile für viele geschaffen, von denen einige wenige dann profitieren. Das ist dann ein gefundenes Fressen für die Marxisten. Die sagen dann, was heute in diesem Land vor sich geht, hat nichts mehr mit Freiheit zu tun. Das ist alles unfair, das ist Ausbeutung. Und siehe da, die Massenmedien rezitieren den Kram der extremen Linken dann fleißig. Marxisten und Medienvertreter wurden ja schließlich von denselben Ökonomen an den Universitäten ausgebildet. Die Sozialisten denken, den Weg aus der Krise zu kennen. Aber deren Logik geht nicht auf. Wenn zum Beispiel die freien Märkte die Zinssätze bestimmen würden, das wäre richtig gut. Leider haben wir keine vom Markt festgelegten Zinssätze. Diese unfreien Zinssätze, die momentan bei 0% liegen, senden eine starke Botschaft. Diese Botschaft kommt nicht vom Markt. Es ist nicht der freie Markt, der da spricht. Auf dem freien Markt legt ein unmanipulierter Zinssatz die Preise fest. Er sagt uns, und klipp und klar, was unsere Ersparnisse wert sind, wo Investoren Energie reinstecken, wo Geld investiert werden sollte. Unsere manipulierten Statistiken sind nicht einmal halb so wertvoll, wie sie es in einem freien Markt wären. Auf dem internationalen Parkett versuchen viele Länder einen Vorteil zu erreichen mit künstlich niedrig bewerteten Währungen. Ganz vorne dran, China. Das war auch lange Zeit der Vorteil der US-Wirtschaft. Diesen Vorteil hatten wir jahrzehntelang. Wir konnten den Wert unseres Dollars als Weltreservewährung jederzeit manipulieren. Das war ein Luxus, den wir bald nicht mehr haben. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen?
Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer eins, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt, und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.